Wahltag in Berlin. Während sich die Berliner Bürgerinnen und Bürger auf den Weg zur Wahlurne begeben, versammelt sich die Jugend vor den angesagten Szeneclubs der Stadt. Wir nutzen die Chance und befragen die zukünftige Elite Deutschlands in einem Zustand, in dem sie am ehrlichsten ist. In Vino Veritas, was von der Nacht übrig blieb. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist auf dem Weg zum Wahllokal? Nein, absolut nicht. Ich habe einfach nur getanzt und mit Freunden nette Zeit verbracht, war ein bisschen high und wir hatten einfach nur eine schöne Zeit. Wie habt ihr euch denn in den letzten Stunden auf die Wahl heute vorbereitet? Aber richtig, das sag ich euch. Aber richtig intensiv, haben wir uns richtig schick gemacht heute für die Wahl. Wir essen gleich nochmal schön bei McDonald's Frühstück und scheißen auf die verkackte AfD. Hase, komm mit. Morgen, du bist auf dem Weg zum Wahllokal, ne? Die Bürgerinitiativen gehen auf die Straßen gegen TTIP und CETA. Warum geht keiner gegen MDMA auf die Straße? Das weiß ich nicht. Ja, hast du dich die letzten Stunden auf den Wahltag vorbereitet? Ehrlich gesagt gar nicht, aber das mache ich jetzt gleich. Welche Botschaft haben Sie für die Menschen, die heute nicht wählen gehen? Ja, bam, ihr müsst nach vorne gehen jetzt hier auf jeden Fall. Ihr habt jetzt einen Auftrag, ne? Alles klar. Ja. Bam, dann gehen wir jetzt nach vorne. Ja, viel Spaß. Wie würde dein Wahlplakat aussehen? Welchen Wahlslogan hättest du drauf gemacht? 5 Euro. Blasen 5 Euro. Okay, alles klar. Blasen 5 Euro. Also, wenn du in einem Satz jetzt zusammenfassen könntest, was auf der Welt alles falsch läuft, welcher Satz wäre das? Die Leute haben keinen Respekt voreinander. Ich will jetzt nicht kitschig werden. Es ist so einfach. Ich bin selber ein Skeptiker. Es wird ja verpönt. Man darf ja das alles nicht machen. Da wird eine Lösung mit der anderen ausgetauscht. Also die Großkonzerne und die Machthaber und die ganzen, die regulieren alles. Man muss einfach nur lieb zueinander sein. Die Regierungen stehen da nicht drauf. Dass man sich schön in die Maschinerie eingliedert, ne? Die da oben füttert. Und wenn man Drogen nimmt, scheißt man ja richtig fett auf den ganzen Kack. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Schule und alles. Hier und da. Also, hallo, du bist offensichtlich... Ich habe überhaupt keinen Bock auf Scheiß Pro 7, Herr, ihr seid... Gar kein Problem, viel Spaß auf der Party. Wie hast du dich auf den Wahltag die letzten Stunden vorbereitet? Weiß ich nicht. Mit welchem Wahlslogan hätte man dich denn überzeugen können? Lasst euren Freak that shit out of you, Mann. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Leute, ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an den Ohren?